Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video vom ja, DBV Plus Radio von Roberts. Wir haben ja das Unboxing schon gemacht. Der dicke Kater, wie ihr seht, der liegt immer noch hier und macht sich fett. Also ich müsste mal den Akku gleich tauschen, weil ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gerade der ganze Akku ist oder der kaputte. Weil der eine Akku, den ich habe, der geht ja mal nur bis 14%, dann geht er aus. Aber wie gesagt, wir haben halt das Radio hier. Wir haben eine Anleitung. Auf den anderen Teilen liegt der fette Kater. Ich schiebe ihn mal ein bisschen beiseite. So, dann haben wir hier so eine Pappanleitung, die halt oben, oder Erklärung, die oben halt drauf ist. Und wir haben halt ein Stromkabel, um halt das Radio zu laden oder halt am Strom zu lassen, so ja, mit einem Entstörer. Ja. Um keine Störgeräusche rinzukriegen. Wir haben hier so einen Klinkenanschluss mit Kabel. Das wird die Antenne sein, logischerweise. Und hier auch nochmal eine kleine Anleitung, die ich nicht entziffern kann, weil ich habe meine Lesebrille nicht auf. Und die Schrift ist mir einfach zu klein. Und natürlich das Radio an sich. In einem richtig schönen Design, das hatten wir schon im Unboxing uns angeguckt. Ich werde es gleich mit euch nochmal durchgehen, weil ich mich im Unboxing, ich wollte gar nicht so lange machen im Unboxing, aber das hat mich vom Design und von der Verarbeitung einfach umgeschmissen, das Radio. Ja. Wie sie haben außen so, eine, so ledermäßig fest sich das so an. Ja? Also ich werde mal ranzoomen, vielleicht seht ihr das so ein bisschen. Ja? Ja, das ist so ledermäßig. Also für mich erinnert das so das Design so an alten Koffer. Vor allem mit den Riemen hier sozusagen. Dann haben wir hier vorne Robert. Hier ist so ein Metall, also wie man es vom Lautsprecher halt kennt. Hier vorne ist das Display. Hier haben wir dann das Rad, vier Knöpfe. Und das Rad hat hier auch einen schönen Widerstand. Also klickt doch richtig hier. Ja, und auch die Tasten hier haben einen schönen Klicken, dass man auch alles schön hört und sieht. Also ich mag es, wenn der Lautsprecher oder halt so ein Drehrad halt klick, 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 klick. Ja, also dass man nicht einfach dreht und nichts hört und dann auch, naja, was steht denn da drauf, wie weit bin ich denn? Dass man wirklich einzelne kleine Stufen steuern kann. Finde ich sehr gut. Wir haben unten vier Gumminippel zum Stehen. Hier nichts, da nichts. Unten halt nur noch der Aufkleber. Oben nichts. Hinten nochmal ein großes Gitter. Metall. Hier haben wir dann einmal einen Klinkenanschluss für die Antenne. Hier haben wir einen Klinkenanschluss für AUX, also um Geräte anzuschließen. Und natürlich den Stromkabel, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Der ist grün und der ist schwarz. Also Antenne schwarz und oben und der andere grün, AUX. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Und das werden wir jetzt testen, aber erstmal wegen den Akku wechseln. Na, geh aus. So, und ich habe mal den Akku gewechselt. Machen wir hier ein bisschen Platz. So, wollen wir das mal testen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal an. Also, geht so ja ohne. Ach, hier wächst. Ach, das ist nicht für laut und leise. Ich wechsle hier praktisch die Radiosender. Kultur.
RBB. Ah, das Normalradio. Aux in. Bluetooth. Schlager. Hört sich aber nicht nach Schlager an. Wie viel Rente ich später wohl bekomme? Also für dann, wenn ich so eine Stimme habe und vier Enkelkinder und eine Kaffeefahrt flatterlit. Ja, komme. Gut, dass ich jetzt schon schaffe. Eins. Gucken wir mal, was wir hier alle zu finden. Ich mache mal noch ein bisschen leiser. RBB 24 Inforadio. FFO, also steht für Radio 1 Frankfurt-Oder. Radio 1 CB. CB könnte Cottbus sein. Radio Bob. Klassik Radio Fritz Energy. Ja, mir fehlt irgendwie 94,3. Das ist ja eigentlich der Sender von uns hier eigentlich. Also meine Mutter hört das immer. Ich höre ja kein Radio, aber. Oder gibt es hier 94,3 RS2 gar nicht mehr? Kann sein, dass er den. Es kann sein, dass es den gar nicht mehr gibt. Also kann auch möglich sein. Ich bin da komplett raus. So, jetzt werden wir aber mal die Antenne anschließen. An die Normalradio will ich noch. So. Also DB Plus haben wir jetzt gemacht. Hier rennt er durch, hier findet er nichts. Ja, ist ja, also hier findet er gar nichts. Die DB Plus Antenne funktioniert sehr, sehr gut. Normale, also die normale kann nicht funktionieren, weil sie nicht dran ist. Ja, seht ihr, ich bin jetzt schon immer durch hier. Und jetzt machen wir einfach mal. So, ran, ja, ausbreiten, einfach mal hier nur lose hinlegen, einmal klicken, ja, ich mach mal Aux in, Bluetooth. Und nochmal. Machen wir die Antenne hier oben ran. Scheint es wirklich nicht mehr zu geben. Aber ist egal. Aux, Bluetooth. Jetzt mache ich einfach mal Bluetooth an. Ihr seht es ja hier. Und der Akku auch schon wieder leer ist. Ist doch nicht. Den habe ich doch erst geladen. Ah ne, das ist ja Internet. Was hast du denn jetzt schon wieder runtergeschmissen, Idiot? Ach, das Messer. Ach man, der Kater ist manchmal ein Trottel. Was wollte ich? Bluetooth wollte ich.
Und Rivale, das müsste das sein. Koppeln. Da, ich bin mit dem Xiaomi 11 T Pro verbunden. Gut, dann können wir hier Musik. Muss ich mal gucken. Ich habe hier irgendwo Künstler. Wie ist er denn? Ich habe kein Nemesis-Album. Habe ich das gar nicht hier drauf? Unbekanntes Album. Ach nee, das sind meine Sprachmitteilungen. Okay, naja, dann okay, dann müssen wir halt Spotify nehmen. Da sind es ja auch. So, Lieblingsmusik. So, nicht mehr ist es. Da haben wir sie doch. Aran. Das ist aber, hört aber nicht damit rein. So. Jetzt haben wir das Album an sich. Gut. Unikat. Ich mach mal hier volle Pulle. So. Also ich habe jetzt Handy volle Pulle. Ah, okay. Ich kann. Haut sich schon ganz schön rein, muss ich sagen. Ah, okay, hier vorne normal. Und hinten kommt der Bass. Die Leuchten sind blau. Mit Bluetooth. Ach, damit kann man so ein Lied weitermachen. Das ist ja geil. Auch das Display ist sehr gut zum Ablesen. Ich werde mal ranzoomen, damit ihr das sehen könnt. So. Fokus. Jetzt. Ich hoffe, jetzt könnt ihr das vernünftig sehen. Das flackert jetzt bei euch bestimmt ein bisschen, das sehe ich. Aber das ist halt nicht das Bild, der Bildschirm, der flackert. Das ist halt die Kamera, die wegen der Kamera, weil die den Bildschirm abfilmt. Moment, ich muss nochmal Akku tauschen. Da habe ich mehr Akku drauf. Ja, ich werde nochmal ranzoomen. Und. Na, Fokus. Da sind wir. Ich werde nur ein Stück rauszoomen, damit ihr das nochmal alles seht. Es ist wirklich super verarbeitet. Hier kommt dann halt normaler Ton raus. Hier kommt Bass raus. Steht stabil. Also da bewege ich eher den Tisch, eher das hier rüber hier. Die Gummifüße hätten gut was aus.
Auch die Druckknöpfe, die sind wirklich sehr leichtgängig. Gut. Ich mach mal lieber da den Ton aus oder auf 1 oder 2. Weil sonst gibt es gleich wieder was wegen Content-ID. Dann können wir einfach hier zwischen den Radiosendern wechseln. Und wenn wir dann einen haben, den wir haben wollen, wie Sunshine Live zum Beispiel, drücken wir einfach den Knopf und machen an. Und damit ist der Sender dann halt an. Ah, so ekelhafte Techno-Scheiße, ekelhaft. So. Und hier unten halt die Quellen und hier aus. Und nochmal drücken. Weil gedrückt halten. An. Wir testen das nochmal. Aus. Ist aus. Eins, zwei. Ah, hätte ich doch mal bloß nur ein bisschen gedrückt halten. Also zwei Sekündchen. Reichen schon aus, dass es angeht. So, hier seht ihr wieder einen dicken Kater. Der gerade ein bisschen verschmust ist. Also wirklich ein schönes Radio. Ein richtig schönes Radio. Ich werde euch auch die Webseite von Roberts verlinken. Ich hatte beim Unboxing schon gesagt, soweit ich gehört habe, sind das die Hoflieferanten für Radiotechnik und so oder Boxen. Ich weiß es nicht genau. Also jedenfalls aber Hoflieferanten. Ich glaube aber von Radio. Vom britischen Königshaus. Und die Verarbeitung ist wirklich erste Sahne. Also die normale Antenne würde ich hier eigentlich gar nicht mehr benutzen wollen. Also im Notfall schon. Aber wenn, dann würde ich wirklich DB Plus anmachen. Halt definitiv eine bessere Abdeckung mittlerweile und halt auch einen besseren Empfang. Und es ist klarer und deutlicher. Verarbeitung ist super. Hier, wie gesagt, mit dem Klicken, das mag ich, die Knöpfe vernünftig. Der Ton war super. Und der Style ist wirklich erste Sahne. Wie gesagt, ich mache euch die mal auch in die Videobeschreibung, die Webseite von denen. Und oder von Amazon halt den Shop oder so. Ihr müsst mal gucken. Die haben noch richtig, richtig, richtig geile Sachen. So im 50er-Design und so. Also wirklich erste Sahne. Kann man echt nicht meckern. Wirklich toll. Jetzt im ersten Augenblick hat er sich sehr gut geschlagen. Der kleine Bluetooth-Radio hier. Ich werde es heute mal mit in den Garten nehmen. Na, heute werden wir nicht in den Garten mit dem Sturm. Aber ich werde es die Tage mal in den Garten mit zur Oma nehmen. Also meiner Mutter. Und wenn wir an den Strand gehen, nehme ich es halt auch mit. Beziehungsweise in eine Badeanstalt nehme ich es mit. Und dann werde ich das auch da mal testen. Und dann werde ich dann nochmal einen Hardware-Check machen und euch sagen, wie es sich geschlagen hat. Ich werde sicherheitshalber die Antenne natürlich mitnehmen. Und werde euch sagen, werde dann halt die halt auch testen müssen. Ja, obwohl ich eigentlich, ja, ich würde sagen, echt, ich bleib bei DB. DB Plus. Aber ich werde es halt mittesten, die normale Antenne. Ich werde DB Plus machen. Ich werde auch mit Bluetooth. Ich habe ja auch den externen Akku, damit man es halt laden kann. Hier ist ja auch Akku drin. Aber wenn der leer ist, habe ich ja auch noch mein Akku, den ich halt mit Solarpanels laden kann. Also da sollte uns das Radio eigentlich nicht ausgehen, denke ich, hoffe ich. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im Hardware-Check. Aber gib mir dafür eine Weile, ich musste ja dann erstmal eine Weile benutzen, um mir da eine Meinung bilden zu können, um das weiter zu testen. Aber jetzt so im Vorab hat es sich sehr, sehr gut geschlagen. Verarbeitung, Optik, Bedienbarkeit, haptisches Feedback würde ich jetzt mal so einordnen mit diesem Klicken und auch von den Tasten her und auch vom Ton her war es echt gut. Für so ein kleines Ding hätte ich es nicht gedacht, muss ich ehrlich so sagen. So, aber nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.